Unsere neue Firmware ist jetzt verfügbar. Bitte lade zuerst die HereOne Updater Software runter. Der HereOne Updater ist für Mac OS und Windows verfügbar. Wir haben dir auch eine E-Mail mit genauen Instruktionen geschickt. Nachdem du den Updater runtergeladen hast, öffne das Programm. Falls dein Zugriff nicht gestattet ist, geh in die Systempräferenzen auf deinem Computer. Dort musst du Security und Privacy öffnen und gestatte Zugriff auf Programme im App Store und identifizierten Entwicklern. Dann kannst du den Updater öffnen. Stelle sicher, dass deine Kopfhörer vollständig aufgeladen sind. Öffne den Ladecase und stelle sicher, dass die Kopfhörer blinken. Und schließe den Case. Prüfe, dass das LED am Ladecase in Orange pulsiert. Damit wissen wir, dass der Ladecase beide Kopfhörer erkennt. Verbinde dein Ladecase mit einem Micro-USB-Kabel an deinen Computer. Stelle sicher, dass der Ladecase verschlossen ist und das Kabel an deinem Computer angeschlossen ist. Achte darauf, dass der Updater jetzt deine Kopfhörer erkennt und auf deinem Bildschirm siehst du, dass der Update beginnt. Auf dem Bildschirm kannst du verfolgen, wie viel Fortschritt der Updater macht. Beachte bitte, dass der gesamte Update-Vorgang bis zu 60 Minuten dauern kann. Eine kurze Verzögerung zum Anfang des Updates ist möglich. Stelle sicher, dass die Verbindung zwischen dem Ladecase und deinem Computer nicht unterbrochen wird, ansonsten musst du den Vorgang wiederholen. Falls während des Updates Fehler passieren und du auf deinem Bildschirm die Nachricht "Sorry, something went wrong" siehst, drücke auf Download Logs. Bitte schicke uns diesen Log an support@hereplusme. Um diesen Vorgang zu wiederholen, schließe das Updater-Programm auf deinem Computer. Unplug den Ladecase von deinem Computer und stelle sicher, dass die Kopfhörer fest in dem Case sitzen. Öffne das Updater-Programm und verbinde dein Ladecase wieder mit deinem Computer. Warte, bis das Programm deine Kopfhörer findet und der Update-Ladevorgang erneut beginnt. Wenn der Update-Vorgang beendet ist, siehst du einen grünen Check. Dieser Check signalisiert, dass der Update erfolgreich verlaufen ist. Das LED auf dem Ladecase zeigt jetzt ein grünes Licht. Öffne den Ladecase und deine HereOne-Kopfhörer blinken und signalisieren, dass sie nun einsatzbereit sind. Um mehr über den Update und die neuen Funktionen und Verbesserungen zu lernen, besuche bitte unsere Website bei HerePlusMe.